Das kommt gleich heraus. Und herzlich willkommen zum nächsten Tag. Wir sind mal wieder unterwegs als Touristen. Und zwar sind wir heute im Wildlife Park irgendwas. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Ach so, ja, genau. In diesem genau. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Laut Aussage gibt es hier mindestens Koalas, wenn nicht sogar auch Psychos. Aber wir gehen jetzt einfach mal rein. Konrad, dein Hass verkackt jetzt. Ja, Konrad. Wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, was hier so abgeht. Und das Ganze werde ich natürlich auch schön hier mal mit der Spiegelreflex aufnehmen, dass wir ein paar schöne Zwischensequenzen haben. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir hier sehen. Und wie lange haben wir Zeit? Ich habe dem Typen einfach gar nicht zugehört. Der wird einfach locker ohne uns, weil wir fahren ja gleich weiter noch zu den Blue Mountains, aber das werden wir bestimmt verkacken. Gut, wir gucken mal, was es hier alles gibt. Ja, Psycho macht die ganze Zeit so komische Geräusche. Das nervt richtig hart. Hört mal hin. Ja, ich fand die Geräusche. Der nervt total. Also, hör mal jetzt auf hier. Leute, guck mal, wir haben jetzt hier die ersten, ja, wir wissen gerade gar nicht genau, ob es Kängurus sind. Guckt euch die mal an. Oh, oh shit. Das kommt gleich hier raus. Das kommt gleich hier raus. Nope. Ey, ob die wissen, dass die nicht da raus dürfen? Ich meine, das ist locker ein Känguru, wie das da rumspringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht hier raus dürfen, sonst hätten sie es ja wohl abgesperrt. So Leute, ich glaube, wir kommen den Koalas immer näher. Und ja, wir müssen mal schauen, wo die genau sind. Jetzt hier sind Pelikane. Seht mal, sehen auch natürlich, es sind coole Tiere. Sehen sehr schön aus, aber ich will unbedingt mal Koalas sehen. Leute, wir haben jetzt hier die Koalas gefunden. Wir müssen ein bisschen leise sein, weil die schlafen alle. Und jetzt sind wir hier direkt bei Kängurus. Ich glaube, das sind schon mehr Kängurus als die eben. Die hier, das frisst gerade, guck mal. Leute, jetzt waren wir hier gerade auch noch bei Pinguinen, bei ganz kleinen. Ich weiß gar nicht, was das für Pinguine waren. So irgendwelche Pinguine, die warmes Wasser gewöhnt sind, scheinbar nicht irgendwelche aus der Antarktis. Pinguine kommen ja vom Südpol, richtig? Das ist die Antarktis, ja? Genau. Und hier ist nochmal so ein Kasua. Nein, das ist ein Jonas. Okay, vergessen. Leute, hier sind jetzt einfach diese Monster-Riesen-Kängurus auch im Käfig. Guckt euch das mal an, das ist ja so ein fettes, krasses Teil. Wow. Guck dir, das kann man bestimmt. Oh shit. Oh Mann, einmal speichern. Oh Leute. Oh Gott. Dieses Ding, das ist ja riesig. Guck dir das mal an. Wow. Krasser Scheiß. Oh, it licks my hand. Also das ist schon ein Traum, das ist schon sehr cool. Ja, natürlich noch cooler, wenn die einfach so rumhoppeln würden, aber ich vermute, dass die, also ich glaube nicht, dass die aggressiv sind oder so, aber wenn so ein Ding dann doch mal auf irgendwie so ein Kleinkind losgeht, ja, oder auf einen Konrad, dann ist da natürlich nichts mehr zu holen, ja. Leute, mein Gott, man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Hier ist, glaube ich, das ist ein Wombat, aber ich weiß es nicht genau. Aber es ist einfach so flauschig, so ein riesiges Flauschteil. Guckt euch das mal an. Das ist ja auch mal so süß, ja, einfach mitnehmen, einstecken und nach Hause nehmen. Wäre so cool. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade hier bei den Krokodilen, beziehungsweise ist hier, glaube ich, nur ein Krokodil, aber das ist riesig. Und warte, ich versuche das jetzt mal hier zu... Ich bin gerade voll in der Pfütze gelaufen, eklig. Die haben ja hier alle Tiere, die es in Australien überhaupt gibt, habe ich so das Gefühl. Eben gab es auch Schlangen, aber das konnte ich schlecht filmen, weil es in einem Aquarium war. Und jetzt sind wir hier bei den Krokodilen. Ich glaube, dieses Krokodil heißt Jonas. Ja, das heißt Jonas und Ende. Bis später.
So, Leute, und damit sind wir zurück im Büsschen. Wir haben, ich hätte es ja gar nicht angefangen, aber wir sind auf jeden Fall jetzt hier zurück im Bus. Gucken, wie das Licht gut ist hier. Und ja, wir waren jetzt hier im Tierpark und es war auf jeden Fall sehr cool. Damit war es auch mit diesem Vlog. Wir fahren jetzt noch weiter zu den Blue Mountains und da gibt es eine coole Wanderung. Der Vlog, der kommt dann aber morgen. Das heißt, wir sehen uns dann und bleibt dran und Schlusswort. Bleibt dran. Das ist was anderes.